Wagen! Oh, Scheiße! Verstecken ist Sitte! Du sprengst dir damit nicht das Verwendung Luft, Mann! Echt? Ja, Idiot. Nicht schlimm mit dir. Na? Die hätten's, glaube ich, nicht zum Terroristen-Cleaner machen sollen. Dass du einfach ein Putzhaberer bleiben sollen, glaube ich. Ist da noch wer? Hallo? Nehmt mehr? Ja, jetzt. Jawohl, Munition! Wer legt denn das da auch drauf? Das ist. Mit festen Fässer und Kisten. So, oben, oben, Mona war hier durchgekommen. Die so. Toten Cleaner waren ein klares Zeichen. Das ist ja noch gar nicht von mir, genau. Munition? Ja, alles voll. Hilfe! Sekt. Ist das jemand? Ich stecke. Oh! Vielen Dank! Ja, da hast einen gut bei mir! Jetzt fängt der Spaß erst an. Du bist da gut bewaffnet, hä? Ich war auch mal dabei. Auch ich war ein Bulle, wie du. Okay, folgen Sie mir. Ah, ja. Und ja! Ich war ein Kopf. Ja, kostete mich meine Ehe. Wie viel Zeit allein. Sie hatte Angst, mir könnte etwas zustoßen. Ich habe meinen Arsch riskiert und sie lässt mich einfach sitzen. Ja, geht dir gut, oder? Ach, sicher. Ich habe angefangen zu saufen, das hätte jeder getan. Ja, sicher. Mein Warum Gott, nicht? Ja, jetzt, aber das jetzt mir nicht mehr da. Das Gas aus der geborstenen Leitung speist du die Flammen. Ich kam nicht vorbei. Ja, müssen wir das Gas abdrehen. Schuld ist das. Ah, der quatscht und quatscht und quatscht und quatscht und quatscht. Ist ja schon wieder gut. Schleimbeutel, aufmachen. Hier sind Leute drin gefangen. Was? Die Scheißkerle haben die Tür verschlossen. Kommst du zu meiner Rettung? Oh ja. So ungefähr. Wir müssen hier raus. Wenn du die Flammen löscht, kommst du vielleicht durch ein Fenster in den Knochen von... What the fuck? Tja, so schnell kann's gehen. Können wir speichern? Der Gashahn war im Heizungskeller. Ah, das hier nimmt. Aufgehört. Na, da ist nimmt. Okay. Aber ich will mir trotzdem zuerst. Das wird Igel-Munition. Wer hat denn so schon im Keller? Das ist ja ein Schmerzmittel. Die ganze Welt da ist vollpackt mit Schmerzmitteln und Munition und Waffen natürlich. Nachdem das Gas abgedreht war, war das Feuer im dritten Stock kein Problem mehr. Nö, dann nimmer. So, da ist eh nichts mehr. Dann latsch mal wieder auf. Es ist, da kommen jetzt sicher noch ein paar. Kommen da noch? Nein, kommen nicht mehr. Doch, ich hab's gewusst! Wieder speichern. Ich muss das speichern. Ja, aber es ist noch ein altes Spiel. Wo man halt noch selber speichern hat müssen. Aber die neuen Spiele ist es teilweise auch noch so, dass man noch speichern kann. Aber es ist halt nicht mehr zwingend erforderlich. So, dann gehen wir da raus. Oh! Von
Kennst du es? Okay. Oh, da steht noch einer, aber für den habe ich was ganz Spezielles. Hab ich da nicht auch noch einen gesehen? Da ist er. Oder? Ist da einer gestanden? Ich weiß nicht mehr. Nein. Ist keiner gestanden. Na doch, da steht er. Wieso steht der da? Hallo? Ah, ich hab mich noch gesehen. Ah, zu spät. Oh. Kein Mitleid! Nein, nein, nein! Aber ich weiß, was mir da unten erwartet. Und deswegen. Ach, jetzt komm schon! So! Wow, 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 wow! Okay, 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 so geht's. Oh yeah! So geht's. So ist es fein, mein Max Payne-Line. Ihre Wohnung wurde überfallen? Das ist ja wie im Kindergarten. Ja, und was dann? Ein Kind mit einem Haufen Waffen, den Kopf voller Videospiele verwandelt das Haus in einen Schießstand. Entzückend! Was zum Teufel ist los? Mit mir, meinte er. Ich hatte meine Zweifel über die Cleaner, die mich überwachten, und Mona. Nach Wladimir Lem steckte der Gangsterboss Vincent Gornetti hinter den Morden. Scheinbar hatte er einen Deal mit einem unbekannten Dritten. Vielleicht mit den Cleanern? Keine Ahnung. Irgendetwas passt nicht. Wenn das stimmt, stehe ich auf Gornettis Liste. Fast hätte ich Bravura angelogen. Ich redete mir ein, ich müsste zuerst die Fakten rausfinden, bevor andere die Beweise vernichten konnten. Aber das war eine Ausrede. Mona war mir unter die Haut gegangen. Davor konnte ich meine Augen nicht mehr verschließen. Das war wichtiger als der Job. Sie hatte versucht, mich zu erreichen, die Nummer hinterlassen. Riskant, die Nummer auf der Wache zu hinterlassen. Verfolgen Sie den Anruf, dann werden Sie sehen, dass ich aus Hongkong anrufe. Winterson? Ich gebe Ihnen meine Adresse. Passen Sie auf, dass man Ihnen nicht folgt. Max, was geht da vor? Was meinen Sie? Machen Sie keinen Blödsinn. Ah, der Max Payne doch nicht. Monas Haus war eine verlassene ehemalige Geisterbahn nach dem Vorbild einer TV-Serie aus den 90ern. Die Show wurde abgesetzt, die Geisterbahn geschlossen. Das beste Level in einem Spiel ever. Ja? Und ich werde jetzt gleich sehen, warum. Also für diejenigen, die was das Spiel noch nicht gespielt haben. Da ist er. Yeah. Claire Geschenks. Schmerzmittel. So, hallo, da. Braucht's gleich mal für die Geisterbau. Es war, als ginge ich in eine Falle. Ich fühlte mich schuldig, als würde ich bei etwas ertappt. Oh mein Gott! Ja? Telefon? John? Du musst verschwinden! Er ist hinter dir her! Er will dich haben! Sie kommen näher! John, ich liebe dich! Gib nicht auf! Haltet ihn! Da ist er! Haltet ihn! Du kannst nicht entkommen! Wir werden dich holen! Du kannst nicht entkommen! Nein! Nein! Die Vordertür war nicht verschlossen. Ich fragte mich, warum es hier nicht von Pennern und herrenlosen Hunden wimmelte. Kein Wunder. Eigentlich sollte ich da gar nichts mehr dazu sagen jetzt. Einfach nur mal wirken lassen. Das Fleisch! Oh, das Fleisch! Der Tod ist nah! Ich glaube,
Geht fort! Haut ab! Ich werde euch wehtun. Diagnose? Naja. Paranoide Schizophrenie. So schaut's ja bei mir daheim aus. Psychotisch. Sie müssen eine Menge Pillen schlucken, um gesund zu werden. Ja, ja. Sie haben Pillen. Einen Tumor im Gehirn. Der macht sie verrückt. Wir müssen sofort... Oh Gott. Ja. Lass mich vorbei da. Das Fleisch. Ich glaube, ich bin tot. Ich weiß nicht. Da hängt einer. Da hat sich einer aufgehängt. Sehr schön. Oh Gott. Einfach nur herrlich. Red Rum. Mörder. Die Vergangenheit holt dich schleichend ein. Überall hört man bruchstückhafte Echos. Wie eine schlechte Wiederholung. Du hast jeden, der die Erinnerung weckt. Selbst wenn es nur in deinem Kopf ist. Wenn Unterhaltung zu einer surrealen Reflexion deines Lebens wird, dass du glücklich lachen kannst. Das Glück und ich waren uns fremd geworden. Vielleicht war es aber auch gar nicht lustig. Aber jetzt mal im Ernst, Mann, das war doch eine ziemlich coole Wohnung oder Haus, das man bewohnen könnte, ja? Also mir da jetzt dran. Deine Geisterbahn ist eine lineare Folge von Schrecken. Entweder oder ist die einzige Auswahl. Man stellt den freien Willen in Frage. Werden Entscheidungen für uns getroffen, weil wir sind, wer wir sind? Ja, das bin ich. Hier spricht John Mirror. Willkommen auf der nächsten Ebene. Warum hat es nur niemand versucht zum Nachbauen? Ich meine, so richtig eine kultige Geisterbahn, so wie da. Ja, okay. Ich war hinter den Kulissen. Es wurde immer wärmer. Ja, da haben wir ein kleines Physik-Spielchen. Naja. Bei unserer ersten Begegnung starb Monas Zwillingsschwester. Kleine Spülerei heute. So muss sich umgekehrte Schizophrenie anfühlen. Das andere Ich verstummt unerwartet. Wir beide hatten geliebte Menschen verloren. Aha, das ist verschlossen. The fuck? Monas Tür war verschlossen. Achso. Ich hätte klopfen können, aber ich wollte mich noch vorher ein wenig umschauen, meiner Paranoia nachgehen. Ich gab vor, ich hätte dabei eine Wahl. Ja. Aber die haben wir nicht. Niemals. Überhaupt nicht. Was bin ich da jetzt früher immer sonst dabei gerannt? Na toll. Lords und Ladies wird Ihnen präsentiert von Lords und Ladies. Aha. Sind was drinnen? Nö. Scheiße. Waffen und Sprengstoff in Ihrem Arbeitszimmer ließen bezüglich Ihrer Berufung keine Fragen offen. Oder? MP5? Na schau dir. Die nehmen wir gleich mal. Nicht meine Aktionen stehen hier in Frage, Valentine. Was glaubt ihr, wo die Gesichter der gottlosen Stunde? Ah, sie singt es auch. Mona, du bist einfach keine Sängerin. Sie haben die Taktik geändert. Wir müssen reden. Geben Sie mir bitte ein Handtuch. Na, gib's hier nicht. Hm.
Jetzt, wo Sie da sind, können Sie auch aufpassen, während ich mich anziehe. Alles, was sie mir gesagt hatte, war, dass jemand uns tot sehen wollte. So wie sie sich verhielt, war ich der Einzige, der hier in Gefahr war. Sie müssen mir schon mehr geben als das. Der innere Kreis. Und weiter? Der Geheimbund verfolgt jeden, der von seiner Existenz weiß. Nun mal halblang, können Sie es beweisen? Ich habe einen Kontaktmann. Er will reden. Alfred Warden? Nein. Wie auch immer, ich kann Sie zu ihm bringen. Die Million-Dollar-Frage, Kapitel 7. Da war es einmal erst bei Teil 1. Also kurz. Sie sagte mir nicht die ganze Wahrheit. Gehen wir. Der Kreis geht zurück auf jahrhundertealte Freimaurerkulte. Korruption und Attentate reichen bis hinauf auf allerhöchste Ebene. Okay. Und ich dachte schon, Verschwörungstheorien seien außer Mode gekommen. Wir sind da. Und die auch. Ich bin der Einzige, der hier eine Kanone benutzt. Welche Etage? Sie sind hinter ihm her. Die Aufzüge funktionieren mit den Schlüsseln der Apartments und von diesem Pult aus. Sie haben die meisten auf den einzelnen Etagen blockiert. Die Wachen haben den Alarm ausgelöst, bevor sie starben. Dann müssen wir uns eben beeilen. Sollten wir nicht auf die Bullen warten? Hier. So können wir in Kontakt bleiben. Sie bedienen den Aufzug von hier aus? Ich gehe rauf. Ich gehe rauf. Sie sind der Chef. Oh ja. Das ist er. Ich habe die Gebäudepläne vor mir. Ich kann sie führen. Wieso sind Sie überhaupt am Leben? Sie haben eine Kugel in den Kopf bekommen. Vielleicht ist sie ja noch da. Gut für die Konzentration. Um heil hier rauszukommen, musste ich ihr vertrauen. Gehen wir an die Arbeit. Ja. Cleaner voraus und links. Mach ich aber so. Corcorans Tür am Ende der Halle. Mach ich aber so, wenn ich... Und das Spiel zum Spielen anfangen. Jürgen macht zuerst eine Kugel in Shell und dann ist es besser für Konzentration. Okay, das war jetzt nicht so gut. Aber gleich mal speichern. Die Tür ist verschlossen. Versuchen Sie die Tür ganz rechts, neben dem großen Gemälde. Über den Balkon gelangen Sie in Corcorans Wohnung. Naja, das ist es ja gerade. Was man nicht sieht, das weiß Sie reinigen auch die anderen Apartments. Corcoran sagt, es leben noch mehr Mitglieder des inneren Kreises hier. Hat man nicht ganz rechts gesagt, oder so? Achso, das war ganz rechts. Okay. Hat das Kapier nicht da? Ist so gesperrt, Scheiße. Naja. Oh, Schlafzimmer. Okay. Blutspur für die Wohnung. Hab eine Leiche gefunden. Ah. Dünner Typ im Anzug.